Die Familie Kovac reist nach Österreich. Sind wir endlich an der Grenze angekommen? Ja, wir haben die Grenze schon verlassen. Zu meiner Zeit war das noch viel komplizierter. Wieso? Hier verlief nach dem Zweiten Weltkrieg der sogenannte Eiserne Vorhang. Man konnte diese Grenze nur mit einer Sondergenehmigung passieren. Sonst wurde man verhaftet. Was war denn das, Papa? Also, mein Sohn, der Eiserne Vorhang war ein großer Stacheldrahtzaun, der Europa in zwei Teile teilte. Wer hat denn sowas gemacht, Papa? Das ist der Weg der politischen Uneinigkeit der Länder. Warum ist es heute nicht mehr so? Also, das ist eine lange Geschichte. Früher haben die Ostdeutschen immer am Plattensee in Ungarn ihren Sommerurlaub gemacht. Hier konnten sie sich mit ihren westdeutschen Verwandten treffen. Aber das alles endete im Jahre 1989. Was dann passiert? Ja. Am 27. Juni 1989 haben die Außenminister von Österreich und Ungarn, Alois Mock und Jula Horn, den Stacheldraht symbolisch durchtrennt. Sie wollten damit sagen, dass der Eiserne Vorhang abgebaut werden soll, aber die Grenze sollte nicht desto trotz bewacht werden. Wieso konnten die Ostdeutschen über die Grenze fliehen? Also, das Ganze geschah am 19. August 1998. An diesem Tag veranstalteten ungarische und deutsche Politiker wie Imre Pozsgai und Otto von Habsburg das paneuropäische Picknick. An diesem Tag konnten 600 Bürger der DDR in den Westen fliehen. Wann konnten die anderen fliehen? Nach dem paneuropäischen Picknick fuhren sehr viele DDR-Bürger nach Ungarn, da sie erhofften, dass die Grenze immer noch offen ist. Viele ungarische Familien, besonders in Budapest und am Plattensee, haben Unterkunft an die DDR-Bürger angeboten. Am 11. September 1989 haben die DDR-Bürger freie Genehmigung zur Einreise über die ungarisch-österreichische Grenze erhalten. Über Ungarn verließen mehr als 50.000 Bürger bis zum Mauerfall die DDR Richtung BRD. Wann wurde denn die deutsch-deutsche Grenze eröffnet? Die wurde am 9. November 1989 eröffnet, da die DDR immer mehr verloren hat. Wofür war es denn noch gut? Wegen dem Fall des Eisernen Vorhanges konnte Ungarn im Jahr 1999 Mitglied der NATO werden. Im Jahre 2004 trat Ungarn zusammen mit anderen ehemaligen Ostblockstaaten der EU bei. Damit gelang die europäische Wiedervereinigung. Gut, dass es heute den Eisernen Vorhang nicht mehr gibt. Denn jetzt ist Europa wieder vereint. Deshalb ist es mittlerweile eine Lektion in einem Geschichtsbuch.